Hallo, ich bin Tess Baumann und ich bin in Salzgitter geboren. Ich habe bei der Fernsehsendung Der Austausch mitgemacht und jetzt wohne ich ein Jahr lang bei einer Gastfamilie in Berlin. Berlin ist echt super, es ist eine tolle Stadt. Naja, ich sitze jetzt hier auf dem Prenzlauer Berg. Es ist ein nettes Viertel mit vielen gemütlichen Terrassen. Ich find's cool hier. Nach der Schule gehe ich hier sehr gerne mit meinen Freunden etwas trinken. Dieses Jahr ist es genau 20 Jahre her, dass die Berliner Mauer fiel. Aber auch heute noch kannst du auf verschiedensten Plätzen in Berlin Spuren der Berliner Mauer sehen. Und zu diesen besonderen und historischen Plätzen, dort nehme ich euch heute mit. Und dort gehen wir heute hin. Eastside Gallery, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz und Brandenburger Tor. Also, worauf warten wir noch? Kommt, gehen wir! Ich bin jetzt bei der Eastside Gallery. Hier kann man das längste Stück der Berliner Mauer sehen. Darum kommen hier jeden Tag viele Touristen. Dieser Rest der Berliner Mauer ist über 1 Kilometer lang. Noch ganz schön lang, oder? Man kann hier auch ganz viele Graffiti sehen. Wow, manche sehen echt spitze aus. Die Berliner Mauer, die verlief quer durch die Stadt und teilte Berlin in Ost- und West-Berlin. Seit 20 Jahren gibt es die Mauer nicht mehr. Aber als Erinnerung verläuft quer durch die Stadt diese Linie von Kopfsteinpflastern. So kann man genau sehen, wo die Mauer früher stand. Das ist witzig gemacht, oder? Also jetzt stehe ich mit einem Fuß in Ost-Berlin und mit dem anderen in West-Berlin. Ich bin jetzt beim Checkpoint Charlie. Das war früher ein Kontrollpunkt zwischen dem amerikanischen und dem russischen Sektor. Für Ausländer war das der einzige Grenzposten Richtung Ost-Berlin. Die Kontrollbaracke, die du hier siehst, ist eine Kopie. Sie wurde im Jahr 2000 aufgemacht. Und als Erinnerung kannst du dich hier mit französischen und amerikanischen Soldaten fotografieren lassen. Das macht Spaß. Tschüss! Jetzt sind wir am Potsdamer Platz. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das ein lebhafter Platz. Und nach dem Krieg lag der Platz in Trümmern. Und 1961 wurde hier die Mauer quer über den Platz gebaut. Nach dem Fall der Mauer 1989 wurde der Potsdamer Platz zur größten Baustelle Europas. Überall wurde gebaut, gebohrt und gearbeitet. Das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Heute gibt es hier viele neue und moderne Gebäude. Darum bin ich sehr gerne hier am Potsdamer Platz. Am Nachmittag gehe ich hier oft shoppen. Und am Abend treffe ich mich hier mit Freunden. Wir gehen dann ins Theater oder ins Kino. Und hin und wieder gehen wir auch einfach nur was trinken. Alles ist hier möglich am Potsdamer Platz. Hier ist ganz einfach immer was los.
ist der Pariser Platz. Dieser Platz, der ist komplett neu. Viele Botschaften haben hier ihren Sitz. Zum Beispiel dort die amerikanische Botschaft und dort die französische Botschaft. Wenn du nach Berlin kommst, dann musst du unbedingt den Pariser Platz besuchen, okay? Und dort drüben, hier am Pariser Platz, ist das Hotel Adlon. Es ist das luxuriöseste Hotel in Berlin. Dort schlafen immer berühmte Leute. Wer weiß, vielleicht schlafe ich ja dort auch mal. Dort hinten seht ihr das Brandenburger Tor. Es ist das letzte Stadttor von Berlin. Es liegt hier auf dem Pariser Platz, am Ende der Straße unter den Linden. Seine ursprüngliche Funktion hat das Brandenburger Tor verloren. Am Abend ist es aber immer schön beleuchtet und hier von den Touristen wird es sehr gerne fotografiert. Übrigens, 1961 wurde hier mit dem Bau der Mauer begonnen und 1989 begann hier der Fall der Mauer. Oh, eine Freundin. Sie will sich mit mir treffen. Gut, also ich muss dann gehen. Euch viel Erfolg beim Beantworten der Fragen und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Tschüss!